Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zum 5. Platz und somit auch zum ersten Video von Top und Flop 5, wie schmeckt's Kombination. Wenn ihr euch fragt, wo wir hier sind und warum wir hier sind, in der Küche gibt's einen kleinen Schaden, kann man sagen. Einen kleinen Schaden, ja. Deshalb habe ich mich jetzt hier irgendwie in die Ecke reingezwängt, weil ansonsten gibt es hier keinen vernünftigen Platz, um aufzunehmen, muss den Tisch hier irgendwie ein bisschen verschieben. Und ja, nun sind wir also hier. Ich habe hier Karten vorbereitet, hier steht eine 5 drauf, da steht eine 5 drauf. Das sind die Top-Kombinationen, das sind die Flop-Kombinationen. Und es tut mir leid wegen diesem Licht hier, ich kann es wie gesagt nicht ändern, ich hätte es wirklich nicht mehr ändern können, ja. Wie gesagt, wir haben hier rote 5, eine blaue 5 und wir werden jetzt mal schauen, welche beiden Gerichte wir heute nochmal probieren werden. Das heißt, was war das 5 Beste, was war das 5 Schlechteste? Wir fangen natürlich an, das habt ihr wahrscheinlich jetzt gerade schon gesehen, oder? Wir fangen natürlich an mit den Top 5 und zwar der 5. Platz, Toast mit Butter und Zucker. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher Folge das war. Ich habe es zwar aufgeschrieben, aber dann gut. So, und dann Platz 5, was wir heute wieder probieren werden, ist, man kann es eigentlich schon irgendwie an euch lesen, auch Toast, und zwar mit Milchcreme, genau. Ja, die beiden werden wir jetzt probieren und ich werde nochmal durchmischen, ja, um euch so ein bisschen zu zeigen. Ja, ich habe hier jetzt nochmal die 4 und die 4 für nächstes Mal. Die werde ich jetzt so ein bisschen vermischen hier. Und dann ziehen wir einfach mal, ja, ein kleiner Einblick für euch, was denn beim nächsten Mal. Ich werde euch dann nicht die Zahl sagen oder zeigen, aber ich werde euch das wahrscheinlich gar nicht zeigen. So, okay, habe ich jetzt gemischt. Ich ziehe jetzt einfach hier irgendetwas raus, weil jetzt habt ihr die 3 gesehen, ne? Das heißt, ich mische das mal wieder hier durch. So, jetzt, ich gucke auch nicht mal rein. So, und wir haben Kartoffelpüree mit Chips. Habe ich das nicht sogar in den Channel News erwähnt? Ja gut, wir haben Kartoffelpüree mit Chips. Ob es was Gutes oder was Schlechtes war, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ich habe hier übrigens noch was zu trinken genommen. Das ist schon wieder ganz warm. Wie soll es auch sein? Hier sitzt gefühlt 5000 Grad. Ja okay, wollen wir mal nicht übertreiben. 6000 Grad? Sind hier drin. So, wir beginnen mit, was beginnen wir? Mit dem Guten oder dem Schlechten? Ich würde einfach mal sagen, noch mit dem Guten machen wir jetzt immer so. So, Toast mit Butter und Zucker. Ich habe hier natürlich alles schon vorbereitet. Hier ist wahrscheinlich jetzt eine Menge Staub drauf, weil ich die ganze Zeit hier hin und her bin. So, das heißt, wir nehmen uns hier ein Toast, ja. Mal erstmal hier auf. Ja, eine Scheibe reicht. Hey, wie viel Staub hier einfach rumfliegt, ey. Das ist ja nicht normal. So. Okay, wir brauchen also ein bisschen Butter. Das heißt, wir nehmen das hier. Was zur Hölle? So, das hier ist zwar Margarine, aber ist jetzt egal. So, davon nehmen wir jetzt hier so ein bisschen. Das reicht doch schon. Das ist ja diese. Wie heißt's? Holländische Spezialität, genau, diese niederländische, was weiß ich. So, das machen wir jetzt einfach hier kurz so am Rand hier sind wir da am Rand, genau. Nee, ja, ihr wisst schon. So, da kommt jetzt ein bisschen Zucker drauf. Das hier ist der letzte Zucker, den wir noch haben. So, das kommt jetzt mal da drauf. So. War nicht runterfallen. So, ihr seht's, da ist es drauf, ja, ihr habt's, ich hab euch hoffentlich wahrscheinlich nichts rausgeschnitten. So, und jetzt essen wir das mal. Ja. Na, wobei. Am Anfang, finde ich, hat man richtig die Butter rausgeschmeckt. Was eigentlich mit der Mische, die hier passiert, die ist ganz kaputt, ey. Ich will jetzt nicht sagen, dass es den 5. Platz verdient hat.
Vor allem, wenn ich denke, dass, ja, vor allem die, na, wie hieß der, der Püree mit Chips, den ich euch ja gerade eben gezeigt habe, beziehungsweise vorgesagt habe, dass der noch hier drin ist. Da finde ich das hier tatsächlich noch besser aus meinen bisherigen Erfahrungen. Finde ich tatsächlich das hier noch besser als den Kartoffelpüree mit Chips. Aber okay, man kann sich's gönnen. Ist halt extrem ungesund. Aber ja. Wie viele Punkte das jetzt von mir noch bekommen hätte? Ich habe ja die Punkte aufgeschrieben. Ich könnte eigentlich nachschauen. Ich würde sagen, sechs Punkte. Ich gebe ihm sechs Punkte, aber ich glaube, ich habe dem sieben gegeben. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich würde sagen, Platz Nummer 5. Ich hätte es noch ein bisschen weiter oben gesehen, aber dann. So, dann holen wir jetzt einfach mal hier die Milchschnitte. Na, komm da auf hier. So. Allerdings. Nicht die Milchcreme. Nicht die komplette Milchschnitte, sondern nur die Milchcreme. Das heißt, ich mache das jetzt hier ab. Ja, jetzt ist da noch ein bisschen Butter dran, das ist mir echt. Nicht wurscht, es ist mir Käse. Ja, komm, wie geht das jetzt hier ab? Ganz langsam. Dann hier wieder. Und ist es so, warum das müsste eigentlich abfallen? Der Mann kann doch nicht wahr sein. Mittlerweile bin ich endlich mal fertig geworden. Das hat ein bisschen länger gedauert, das alles abzumachen. Ich weiß selbst nicht warum. Ihr seht, wir haben das Toast. Wir haben die Milchcreme und hier oben noch dieses Teil da halt, ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum das nicht geschmeckt hat, aber wir testen es jetzt aus. Ah. Oh. Es schmeckt gar nicht mal so schlecht. Es ist halt nur ziemlich trocken. Es ist ziemlich trocken. Diese Milchcreme. Also ohne das könnte man das wirklich nicht essen. Warum das jetzt bei den schlechtesten ist, weiß ich allerdings nicht, weil mir fallen da wesentlich schlechtere Dinge ein, die hier nicht mal in dieser Liste drin waren. Nee, die hier nicht mal in den Top 5 sind, beziehungsweise in den Flop 5. Da fallen mir viele Sachen ein. Das hier ist sogar wahrscheinlich kurz noch. Also wenn ich das jetzt bewerten müsste, es schmeckt, das ist so eine typisch Dings hier, das sich nicht kombinieren lässt. Ja, wie diese, ja gut, das kann ich jetzt eigentlich sagen, das wäre wahrscheinlich, das ist jetzt auch wahrscheinlich kein großes Wunder, aber die Leibniz-Kekse mit Tzatziki sind nicht in dieser Top 5 bzw. Flop 5, ja, die werden wir hier niemals sehen. Ja, aber so ähnlich ist das auch, ja, weil bei Tzatziki und Kekse war es so. Zuerst hat man das Tzatziki geschmeckt, danach hat man einfach nur die Kekse geschmeckt. Das lässt sich nicht kombinieren, ja, aber das hier, das auch nicht. Und das hier, das auch nicht. Ich würde dem deshalb einfach mal eine neutrale 4 geben. Eine 4. Und da ich jetzt wirklich gespannt bin, wie viele Punkte das hatte, gehe ich mal ganz kurz gucken.
Ich komme hier nicht mehr raus, von der Wo ist er? Sind sie gar nicht da? Hast du Pech? Hast du Glück? Und ich werde noch verrückt. So. Ich habe die Liste jetzt hier. Da steht jetzt alles drauf, auf der Rückseite ist nichts. Super. Wir haben hier, das ist dabei, das ist dabei, das ist, ah, das war das, ne? Genau. Ein Punkt. Einen Punkt habe ich dafür gegeben. Das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, ich kann es ein bisschen verstehen, aber ein Punkt. Was ist denn das? Achso, übrigens, in der ersten Folge, ja, das hier, das war ja auch in der ersten Folge, in der ersten Folge hatten wir Pommes aus der Mikrowelle, Kakao mit Zucker, dann Toast mit Milchcreme und Käse mit Senf. Ja? Und da habe ich gar keine Punkte gesagt, oder ich habe es irgendwie überhört. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe da keine Punkte aufgeschrieben, deshalb ist das hier auch nicht dabei. Warte, was war das jetzt? Ah, das war da hier unten irgendwo, ne? Gefrorenes Toast, nee, Schokoladenkekse. Ich gucke ja alle, warum gucke ich nicht einfach? Ah, das ist das schlecht. Ah, hier. 7 Punkte. Ja, hab ich doch gesagt, ne? Okay, ich muss jetzt erstmal was trinken. Nur wenn es gar nicht so schlecht wird, das ist ganz warm. Freunde, das sieht hier wunderbar aus. Na, okay, das sieht wahrscheinlich irgendwann noch schlimmer aus. Ob wir es nächste Mal wieder hier sind, nächste Woche, weiß ich nicht, weil ich nehme das diesmal nicht alles hintereinander auf. Vor allem, weil ich gar nicht erst alle Zutaten habe. Ich meine, was kommt in der nächsten Folge dran? Was ist Platz 4? Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ne? Warte, das hat 0 Punkte. Das hat 1 Punkt. Wenn das... Ah, nee. Nee. Das ist das, was... Okay. Das hier... warte, 1 Punkt, dann... Oh Gott, eventuell das. Das war's, ne? Ja. Ja, okay, das hätten wir eigentlich. Das Schlechte hätten wir schon mal hier. So, was ist das? Toast mit Butter und Zucker, die hatten wir ja gerade. Das waren schon 7 Punkte. Also muss ich gucken nach 8. Ne, das hat auch noch 7. Ah, genau, das. Ja, eigentlich könnten wir das machen. Ich müsste da nur was vorbereiten für. Und in der nächsten Folge, das heißt nächste Woche, schaltet da gerne ein. Nächsten Sonntag, 16 Uhr auf dem Kanal. Strolli, nicht verpassen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gerne mal nach. Und schreibt mir gerne mal eure Punktzahl in die Kommentare oder was ihr davon haltet. Das war's aber jetzt erstmal von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, bis zum Platz 4, bis zum nächsten Mal, bis an der 3 und ciao. Schalt jetzt ab, Mann. Hallo, schalt ab endlich. Schalt doch ab, verdammt. Dann schalte ich halt selbst ab. Shut up!